Dann machen wir jetzt die Komplettreinigung, nachdem wir alles besprüht haben. Wir nehmen alles auseinander. Die Maske kann ich nicht absetzen. Einmal komplett das Ganze auseinandergeschraubt. Hier habe ich mich schon versaut. Dann nehmen wir ein neues Stück Küchenpapier. So, damit tun wir erstmal hier den Eingang noch ein bisschen reinigen. Sieht man auch, dass da noch gut der Dreck dran hängt. So, und dieser Dreck ist genau das Problem meistens, weil wenn der trocknet, setzt er die feine Düse hier vorne zu. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Da vorne ist eine Nadelspitze und wenn ich das Teil zurückziehe, verschwindet sie. Ich hoffe, man kann es ein bisschen sehen. Und diese kleine Düse, die setzt sich dann zu mit der Farbe, die noch drin ist und dann kann man den Airbrush nicht mehr benutzen. Deswegen holen wir das jetzt auch raus. So, das ist die Sicherung. Hier ist die Nadel. Und wenn ich jetzt die Nadel hier einmal abstreife, dann seht ihr auch hier, was die für Farben hinterlassen. Das ist jetzt nicht das Gelb, was ich zum Schluss benutzt habe, das ist auch von dem Schwarz mit dabei. Das meinte ich mit dem, dass man die später nochmal richtig reinigen muss. So, die machen wir sauber und da immer aufpassen, dass ihr die Spitze nicht beschädigt, denn sonst habt ihr den Airbrush ruiniert. Dann kann man hier, das Teil kann man auch noch wieder weiter rausschrauben, da muss man aufpassen, dann geht nämlich dieses Teil hier ab. So, ich mache es aber jetzt auch mal ab und den Feder, alles raus, aufpassen, dass man nichts verliert. So, und jetzt haben wir hier quasi das Hauptteil und das tun wir jetzt nochmal schön im Wasser ausspülen. Unter fließendem Wasser, wohlgemerkt noch. Dann nehme ich mir hier noch so ein paar Wattestäbchen und damit gehe ich da einfach nur mal rein nochmal nach dem Ausspülen, um dann den letzten Rest da quasi noch rauszuholen. So, kann man auch mit dem Tuch nochmal. Hier vorne gucken, dass hier vor allem frei ist, das ist ganz wichtig. Und was oft vergessen wird, ist in dieser Spitze, weil da tut sich auch manchmal alles zusetzen, weil da kommt die ganze Farbe raus. So. Machen wir nochmal hier ein bisschen. Was man auch noch tun kann, ist mit einer Nadel. Ja, eine ganz normale Stecknadel hier vorne ein bisschen reingehen, falls es zu ist, und dann nochmal frei zu machen. Wenn man eine feine hat, die durchgeht, ist natürlich noch besser, wie die zum Beispiel. Damit kann man auch vorsichtig reingehen. So. Ein bisschen nach vorne drücken, die drückt dann auch nochmal den überschüssigen Dreck raus. Das sieht man hier sogar. So. Ich mir noch ab jetzt. So. Und dann kann man das Teil auch wieder benutzen. Das setzen wir jetzt wieder schnell zusammen. So, jetzt auch. Und fertig. Fertig für die nächste Benutzung.